So, hallo, wieder herzlich willkommen auf Wissenslust. Und ich wollte euch doch mal daran teilhaben lassen, wie mein Kraut der Unsterblichkeit von meinem Balkon wuchert. Also ganz wunderbar. Im Herbst werde ich das dann abschneiden und trocknen und als Tee nutzen. Und so nehme ich täglich immer mal so ein paar Blätter, die kaue ich. Kann man jetzt natürlich auch schon als Tee kochen, wenn man das wollte. Und es sind schon ganz viele Blüten dran gewesen, die sind ganz klein. Und dann kommen so kleine Samenkörnchen, die sehen so ein bisschen aus wie Pfefferkörner. Das zeige ich euch nochmal. Ich wollte euch jetzt aber mal im Ganzen zeigen, wie lang das Diagolan geht. Und das geht also wirklich, zeige ich euch nachher nochmal von unten, das geht also wirklich bis auf den Boden mittlerweile. Also ganz enorm, ganz wunderbar. Und ja, eigentlich bekommt man das in ziemlich vielen Gärtnereien mittlerweile. In den größeren auf jeden Fall. Und man kann da wunderbar und ganz schnell Ableger von züchten. Aber da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht und auch zu der Heilwirkung. Kraut der Unsterblichkeit, Diogolan sagt alles. So, und jetzt zeige ich euch nochmal meinen Gemüsebaum. Also auch der ist mittlerweile sehr hoch, also der chinesische Gemüsebaum, den man auch Maggi-Baum nennt. Und ja, der kann sehr, sehr hoch werden und eigentlich sollte man hier oben diese Teile, die frischen, immer schon abmachen und dann die Blätter essen. Ist in diesem Bami-Goreng oder Nasi-Goreng, wie die heißen, in diesen Gewürzen mit dabei. Ich habe das aber bis jetzt noch nicht so gemacht. Ich wollte den erstmal ein bisschen wachsen lassen, weil es von unten so ein bisschen wie eine Palme ist, wenn der Wind so geht. Und auch vom Platz her dann, von dem Schattigen. Ne? Ja, und dann habe ich, da ist Sieben Söhne des Himmelsstrauch mit den Blüten dran. Den zeige ich euch nachher nochmal ein bisschen von der Nähe. So, das war es mal in der Kürze der Würze. Aber könnt euch vorstellen, wenn ihr diese Blätter schön trocknet und als Pulver macht, kann man das auch als Gewürz nehmen. Soll so ein bisschen wie Merdig ähnlich schmecken oder Maggi. Das ist so jedem sein Ding. So, dann würde ich sagen, mache ich mit diesem Kurzvideo mal Schluss. Mit den letzten Bildern nochmal auf mein Jagulan. Und da oben ist die Zitronenverbene. Das sieht jetzt alles nicht so toll bunt aus, weil ich auch Rucola dazwischen hatte. Da war gerade ein Bienchen an der Blüte. Aber ich wollte gucken, dass ich die Zitronenverbene im Kasten habe. Und das habe ich. Und die blüht auch richtig schön. Und wenn man dann an den Blättern reibt, dann hat man wunderbaren Zitronenduft. Und das ist ja auch schön abends bei Mücken oder auch am Tag. Und kann man sich selber ja auch mit reiben. Ein bisschen die Blätter reiben. So, ja, das war es erstmal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.